sind die Jungen von dem Eichkatzel. Das hat original Junge gekriegt. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mir gerade gedacht, was ist denn da los? Das sind die Jungen von dem Eichkatzel. Die fangen jetzt so zum Rumlaufen. Ich sehe immer gerade, die hupfen da so im Garten rum. Und das junge Mann, ganz neugierig, schauen sie alles an. Also zwei Junge hat es auf jeden Fall. Das Eichkatzel. Ist der Vogel, wenn man da ist. Jetzt hupfen sie gerade da hinten rum. Da. Da sind die Blätter normal dort. Da habe ich jetzt auch so ein Stückchen weggemacht, dass sie einen Weg haben, so quasi nach oben. Das auf die Blätter, wenn man auch können sie sich vielleicht nicht gescheit festhalten. Unscharf jetzt, aha. Siehst du, weil normal hängen mir immer Nüsse, nein, so Nussstückel für Vögel. Und Sonnenblumenkerne, aber geschält. Und jetzt hat meine Mama letztes Mal aus Versehen Sonnenblumen ungeschält gekauft. Und die essen die Vögel eigentlich nicht. Die lassen die immer liegen. Und jetzt habe ich gestern reingeschaut und dann ist mir schon aufgefallen, weil alle Sonnenblumenkerne, die ungeschälten, geöffnet waren, und nur noch die Hülsen drin liegen. Dann habe ich mir schon gedacht, das ist aber komisch, weil ja, die Vögel normal die ungeöffneten Sonnenblumenkerne nicht essen. Die lassen die immer liegen und essen dann nur die Erdnussstücke, die kleinen, die man kaufen. Und die sind es. Darum sind die ganzen geschälten Erdnusskerne geöffnet drin, Erdnussblumen, ne, Erdnusssamen, da. Sonnenblumenkerne meine ich jetzt, die bringen mich ganz durcheinander, die Eichkatzel. Ja, ist das schön. Jetzt haben wir 8 in der Früh, Samstag,
das geil, ey. Also zwei Junge hat es auf jeden Fall, das Eichkatzel. Und naja, die werden jetzt im Garten bleiben, weil sie sind jetzt da zu weit gekommen. Und wenn man es normal nicht vertreibt, dann bleiben die ja da, weil das ist ja jetzt erstmal ihr daheim. Weiter, dann hupfen jetzt da ein paar Eichkatzel in meinem Garten rum. Und weil sie eben noch junge sind, haben die jetzt keine Angst vor mir, weil alles, was da in dem Garten ist, ist normal für die. Und ich bin halt dann auch normal für die. 1, sieht man jetzt, ich finde die so schwer. Die hupfen jetzt da voll an den Baum rum. Aber mit der Kamera im Auge sieht es da oben ist. Ist das da? Oh, man sieht es mit dem Auge, sieht es. Die hupfen da von einem Baum zum anderen, wie, ja, wenn das nichts war, sind eine Eichkatze. Ja, geil. Jetzt habe ich es wieder. Da finde ich es immer leicht am Futterhäusl von den Vögeln. Da gibt es ja auch so Horrorgeschichten, weil man die Menschen erzählt, dass die Eichkatzel die Vögel essen und ich möchte mal sagen, die Menschen sind nur verarscht worden. Und das Lustige ist, dass alles glauben und wirklich nichts verstehen. Also ich schreibe auf der Seite Bewusstsein veredeln. Ein Mensch glaubt etwas zu wissen, jedoch versteht er dafür noch viel weniger, als er glaubt zu wissen. Naja, du verstehst es bestimmt, was du im Video schaust, wie das zu verstehen ist. Und wenn die mal wirklich ab und zu ein Ei essen sollten, mein Gott, das kommt einmal im Jahr vor, dass die Gelegenheit haben, einmal ein Ei zu essen. Aber ich kann mir, ich weiß gar nicht, ob Eichkatzel überhaupt die Eier essen. Oder ob die nur ihre Nüsse da holen und ihre Sonnenblumenkerne. Und ich meine, das sind Eichkatzel und keine Katzen. Katzen, die werden Vögel fressen, ist ja klar. Katzen haben die Menschen ohne Ende. Und so kleine Eichkatzel, mein Onkel zum Beispiel, der hat die auch immer vertrieben. Er hat sogar oft drauf gewartet und geschaut. Und wenn er dann eins gesehen hat, dann hat er es gleich vertrieben. Und gesagt, ja, die Eichkatzel, die essen ja die armen Vögel. Und, naja, er hat da so Kinderhorrorgeschichten, was man Mensch als Kind verzeiht. Und egal, ob er dann 40, 50 oder 80 ist, wie bei meinem Onkel, da hat er dann immer noch das Wissen und Verstehen, was sie mir als kleiner Bub beigebracht haben. Und er hat nichts dazu verstanden in seiner Existenz. Er lebt zwar und hat die Gefühle des Lebens, aber es ist nur Existenz, was wir haben. Alles existiert nur für gewisse Zeit da herunten. Sogar die Welt selbst wird in bloß 100 Milliarden Jahre schon nicht mehr gehen. Aber laut so wie das ist, soll ja die Sonne bloß noch 3 Milliarden Jahre leuchten oder strahlen und dann geht eh alles ein in dem Eck von der Galaxie. Und dann gibt es eben die Erden auch logischerweise nicht mehr. Also lebt ja nicht einmal die Erde wirklich, sondern die existiert auch bloß für ein paar Milliarden Jahre halt noch und dann war es. Und genauso existiert nur jeder Mensch, der Körper davon. Aber jeder kann jetzt ewig leben.
wenn er Bock hat und es selber verstehen will. Und wenn nicht, dann wirst du auch irgendwie dann noch ewig leben. Bloß das wird dir dann wahrscheinlich nicht so gefallen. Aber es ist dein freier Wille.